Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und der Auflösung, welche Wintermod hat gewonnen. Da werde ich jetzt gleich mal ein Bild einblenden. Und zwar 57 Leute haben daran teilgenommen. Danke an jeden, der mitgemacht hat. Und auf Platz 1, ihr seht es schon, ist Winter is Coming Version 3.0. 36 Leute haben das abgestimmt. Über 60% meinen, das ist die beste Map, die ich vorgestellt habe. Die, ja, sieht richtig nice aus, richtig viel Schnee und hat Physikeffekte. Und das war das A und O bei euch. Ihr wolltet unbedingt Physikeffekte sehen. Und auf Platz 2 ist die Frosty Winter Weather Mod 5.3. Es gibt ja jetzt schon die 5.4, haben 18 Leute abgestimmt, 31%. Und ja, der dritte im Bunde ist die Completely Winter Mod 2.5. Drei Leute haben das nur abgestimmt. Die sieht quasi so aus wie Punkt oder der Platz 2. Nur, ja, große Unterschiede sind da jetzt nicht von Platz 2 und 3. Jetzt von der Aufmachung, da muss ich wirklich sagen, die richtige Entscheidung, muss ich wirklich sagen, ist, ja, die hier, Winter is Coming 3.0 mit 36 Stimmen. Und ja, wir haben die Winterreifen aufgezogen und werden jetzt ganz geschwind meine kleine Tour machen. Das soll ja nur hier das Ergebnis sein. Und ihr merkt schon, die Reifen drehen durch. Der Maximus wird sich auf jeden Fall freuen. Hier mit durchdrehenden Reifen werden wir eine kleine Tour machen. Und das ist ja, wie gesagt, mein Standard-LKW. Oh, schön. Oh, wir müssen auf jeden Fall bei dieser Mod aufpassen, weil nicht, dass ich hier zu langsam unterwegs bin. Hier schön mit so einem alten, rostigen Anhänger. Red Bull haben wir geladen. Die Leute werden sich auf jeden Fall freuen, aus solch einem Anhänger den Energy Drink zu trinken. Und ja, das wird auf jeden Fall lustig. Das hat mich auch überrascht. Auch viele haben unten, ich habe ja noch so ein Kommentarfeld reingemacht, wo ihr ja eure Meinung kundtun konntet, weil gerade der zweite Mod ist bei euch auch gut angekommen. Hier die Frosty Winter Weather Mod. Da kann man auf jeden Fall noch eine Physikeffekte reinmachen. Aber ich denke mal, das ist so auch ganz okay, die ich jetzt ausgewählt habe. Ja. Nicht ganz so langsam fahre ich unter Bremse. Uiuiui. Oh, hey, meine Güte. Glatt hier auf Deutschlandstraßen. Das wird auf jeden Fall jetzt die Wintertour werden mit diesem LKW. Und da hat er schon seine kleinen Probleme. Ach, herrlich. Wenn wir schon in Deutschland nicht so viel Winter und Schnee sehen werden, gerade in meinen Gefilden hier in Brandenburg, Südbrandenburg. Unten in Bayern sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber hier wird wohl dieses Jahr nicht so viel Schnee liegen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr so denkt. Wird dieses Jahr viel Schnee kommen? Ich denke mal eher nicht. Es wird vielleicht so 2-3 Wochen so richtig schön arschkalt werden. Okay, das könnte noch ein paar Wochen mehr sein, aber ja, wo denn richtig Schnee liegt, irgendwie hat man es gar nicht mehr so. Klimawandel her, Klimawandel hin. Oh, schön sieht das aus, oder? Sieht das nicht schön aus? Au! Da haben wir die Kante. Da war eine Eisscholle. Oh! Können wir mal ein bisschen so hin und her tangeln, tingeln. Ja, geht so. Oh, ja, Blinker aus. Ja, auf jeden Fall wird das schön spaßig hier mit 40 km/h. Langsam kommt er auf Touren. Das bedeutet, dass ich öfters auch durchaus mal die Fracht später ja als gewollt abliefern muss. Guck mal, wie die anderen hier langballern. Denen interessiert überhaupt nicht, ob hier Winter ist. Naja. Andere Sache, ja, gerade wenn wir jetzt hier so beim Fahren sind hier im Winter und war ja sowieso jetzt in Frankreich der große Klimagipfel, wo natürlich ja die europäischen Staaten sehr, sehr engagiert agieren und wollen quasi den CO2-Ausstoß so minimieren, dass man
die nächsten Jahrzehnte nicht mehr als 1,5 Grad ja, Erwärmung hat. Die Schwellenländer sind natürlich nicht so erpicht darauf. Vielleicht die Länder, die doch irgendwo sehr betroffen sind, die Inselstaaten. Aber gerade so wie China, Indien und Brasilien sträuben sich natürlich, weil das enorme Kosten mit sich trägt, wenn man die Industrie komplett umbauen muss. Aber gerade China, hat man ja die letzten Tage auch gehört, die haben ja echte Probleme mit ja, Peking. Da war ja richtig viel Smog und geschuldet ist es nicht nur dem Verkehr und der Industrie, auch die Wüste. Ja? Die ist ja nicht weit von Peking, 100 Kilometer, das ist halt dahergehend, dass sie halt viel, viel Holz abgeholzt haben, um ja, ihre Industrie langsam in Laufen zu bekommen und dadurch konnte sie sich die Wüste sehr, sehr ausbreiten und das trägt natürlich durch Winde die ganzen Feinstaub in die Stadt und ja, also schön ist es auf keinen Fall. Ich denke mal, da wird auch nach und nach die Bevölkerung ein bisschen auf die Barrikaden gehen. In China ist ja sowieso ein bisschen, da hat die Partei doch sehr, sehr viel zu sagen. Aber ein Umdenken ist auf jeden Fall auch in China zu sehen. Ob man das erreicht, die 1,5 Grad oder die 2 Grad, müssen wir mal abwarten. Es gibt ja viele Theorien, die sagen, es ist gar nicht so schlimm mit dem Klimawandel, weil wir können ihn eh nicht aufhalten. Es ist von der Natur so gegeben. Es gab immer mal Phasen in der Welt, wo es quasi eine Erwärmung gab, eine Abkühlung etc. Es sind halt, viele stützen sich halt immer auf diesen Klimawandel. Ne? Klar gibt es einen Klimawandel, aber ob er nun hundertprozentig nur durch Menschen verursacht ist oder ob es eine ganz normale ja, Reaktion der Natur ist, dass es immer wieder Phasen gibt wie kleine Eiszeit oder halt auch ja, bisschen wärmere Gefilde. Naja, ich werde es wahrscheinlich nicht erleben, dass das Wasser, das Meer hier vor der Haustür steht. Aber auf jeden Fall sollte man nach und nach mal ein bisschen was machen. So krass wie Deutschland das jetzt umsetzen möchte, was uns gerade die Stromindustrie hier gerade in Brandenburg, die Braunkohle, wird ja massiv, ja, es ist ja in Kritik geraten. Klar muss man umdenken, aber woher nehmen den Strom? Ja? Wir haben auf jeden Fall viel Windenergie, das bedeutet, dass unsere zum Teil durch erneuerbare Energie der Strom schon produziert wird. Aber wenn das Problem dahergehend ist, dass man gerade zu Spitzenzeiten, wo wir Strom brauchen, aber kein Wind ist, wir den Strom aus anderen Ländern ja, importieren müssen, die ihre Kraftwerke wieder hochfahren, ob es nur Atomkraftwerke oder ja, fossile Brennstoffe sind, ja, im Endeffekt haben wir da auch nichts großartig gekonnt. Ne? Atomenergie ist auch keine schöne Sache. Ich weiß, auch die fossilen Brennstoffe sind keine ja, Alternative, aber die komplett so schnell alle vom Netz zu nehmen, ja, ist halt zweifelhaft. Ne? Also könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet, weil Deutschland lebt von der Industrie. Ohne die Industrie, die wir jetzt hier haben, würden wir nicht in diesem Wohlstand leben, dass viele von uns Arbeit haben. Und also ich sage mal so, wer richtig arbeiten möchte, der wird auch schon irgendwas finden. Man muss halt, oh glatt, man muss halt auch manchmal Konsequenzen in Kauf nehmen. Selbst ich musste ja viele Sachen in Kauf nehmen, um da zu stehen, wo ich jetzt bin. Ja. Mit euch gemütlich hier LKW fahren, was aber auch bedeutet, dass ich halt viel, viel arbeiten muss und nicht viel Zeit habe. Mit euch vielleicht irgendwas zu machen oder sonstige Sachen. Ja, ich wollte ja damals mal Livestreams machen, aber zeitlich ist das einfach nicht möglich. Ja, ich will mich dann einfach nur hier hinsetzen, eine Runde fahren und alles andere würde mich ablenken und ich könnte dann keine Videos machen. Ja, so wie jetzt hier mit euch. Ja. Aber werden wir sehen, was die Zukunft bringt, ob wir denn irgendwann mal wieder
richtig harte Winter erleben. Ich persönlich brauche jetzt nicht so eine verschneite Bahn und muss mit 70 hier die Autobahn lang cruisen. Es sieht auf jeden Fall, zur Weihnachtszeit gehört das irgendwo hin, ne? Das ist, aber danach kann der ganze Rotz wieder weg sein, weil, wie gesagt, ich muss jeden Tag mit einem Auto, bin ich unterwegs, immer 60 Kilometer eine Tour, also 120 Kilometer fahre ich pro Tag. Früher war es noch mehr, da bin ich eine Tour 110 Kilometer gefahren. Und ja, ist halt schon ein bisschen belastend, ne? Aber ich kenne es halt nicht anders. Und ich sage mir, wer das eine will, muss das andere mögen. Ne? So einfach ist es. Und ja, so habe ich wenigstens einen sicheren Job, verdiene einigermaßen Geld. Könnte natürlich immer mehr sein, ne? Logisch. Aber ja, zu Hause rumsitzen, um dann einfach mit euch die Zeit zu genießen, ne, das ist aber auch nicht so das Wahre. Ich genieße ja so, dass ich bringe ja ein bis zwei Videos pro Tag. Ich denke mal, das ist auch ausreichend, ne? Ich glaube schon. Hier schön durch den Winter. Ja, das ist quasi eure Map, die ihr euch ausgesucht habt. Ich behalte mir natürlich vor, dass ich, wenn es überhaupt nicht geht, oder die andere vielleicht zu nehmen. Aber so jetzt, wenn ich jetzt mit 50, 60 rumkruse, ja, naja, geht schon irgendwie. Bin sowieso gleich am Ziel. Uiuiui. Darf ich halt nicht ganz so lange mehr Fahrten machen. Oder ich werde auf jeden Fall mehrere Folgen mit den gleichen LKW machen. Ihr merkt ja schon, dass ich viele, viele Mods immer bringe, gerade auch Autos und immer wieder unterschiedliche LKWs, nur um euch ja ein bisschen Abwechslung zu bieten. Weil immer das Gleiche wäre ja auch ein bisschen langweilig. Und jetzt kriege ich hier mit nicht mal 40 die Autobahn entlang. Aber es geht schon. Ui, da war noch mal eine Eisscholle. War ja richtig glatt gewesen. Mein Mann, 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 Mann. Oh, ich hoffe, dass es sowas auch mal im Originalspiel gibt. Und dass es dann aber auch unterschiedlich ist, ja. Also, das Spiel erkennt dann, oh, das Spiel erkennt dann, welche Jahreszeit es ist und hat dann halt ein bisschen Schnee da. Und in den nördlichen Gefilde hier in Deutschland, die Wahrscheinlichkeit auf Schnee doch geringer, denn halt Abschnitte, die dann trocken sind. Und wenn man in den Bergen ist, dann halt ein bisschen mehr Schnee, glatter. Oder wenn man nach Schweden fährt, ist dann halt auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Aber wir haben schönes Wetter. Ist doch herrlich. Ist das nicht schön? Und geil wär's, wenn die LKWs verdrecken würden. Ich habe nämlich gerade schon das Video aufgenommen für nächste Woche hier im Winter mit natürlich einem Mod-LKW. Und natürlich sage ich dann nicht, welchen LKW, aber er sieht schon so ähnlich aus wie den hier. Nur ein bisschen anders. Und da fahre ich dann meine Fracht. Und dann dachte ich so, jetzt werde ich aber mal doch das Video machen schnell, um euch zu sagen, wie es denn eigentlich gelaufen ist, die Abstimmung. Und ja, mit über 50, 57 Abstimmungen, das ist schon klasse. Das muss ich wirklich sagen, das hat mir gefallen. Ja, ihr könnt ja auch mal reinschreiben, nicht nur, was ihr von Klimawandel haltet, sondern ob ihr öfters mal solche Abstimmungen mitmachen wollt. So, jetzt gucken wir mal. Ich wollte jetzt nicht einparken, das Video ist schon lang genug. So, zack. Und da stehen wir. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ihr wisst jetzt die Abstimmung. Winter is Coming 3.0 in der Version und läuft natürlich auch auf der Version 1.22. Bis jetzt habe ich noch keine Fehler gemerkt. Ich sage mal wieder aufpassen. Es kann durchaus sein, dass diverse, ja, Mods nicht richtig funktionieren, wenn
ja, der Mod halt zu alt ist und das Spiel zu neu. Ne? Immer wieder so als Just for Info. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich nochmal an alle, die abgestimmt haben und unten Kommentare reingeschrieben. Das war euer Maximus und haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.